Ja, wir sind's wieder hier in der Küche. Heute machen wir ein bisschen was anderes. Das letzte Mal haben wir gebacken, wir haben schon was gekocht für euch. Heute wollen wir mal ein bisschen was zusammen mixen, sag ich mal so. Ist gerade gut für die Leute, die Schwierigkeiten haben zuzunehmen, für die Hardgainer, wie man so schön sagt. Einfach, es geht relativ schnell, es ist schnell zum Runterkriegen. Das heißt, man hat relativ viele Kalorien, die man in einem trinken kann. Und man hat gute Nährstoffe, wir haben Kohlenhydrate, wir haben Eiweiß, wir haben ein bisschen Fette durch die Erdnussbutter und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Genau. Das sind die Zutaten. Ich nehme jetzt zuallererst erstmal die Milch. Mhm. Robin schält schon mal die Bananen. Und dann würde ich sagen, hauen wir hier alles rein. Ist relativ simpel. Wir hauen alles hier einfach nur in den Shaker rein. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Milch reingemacht. Jetzt so die Haferflocken einmal hier rein. Das geht sehr schnell. Ich komme nicht ganz mit der Banane gerade klar. Ja. Das sind 400 Milliliter Milch. 50 Gramm Haferflocken haben wir jetzt, damit ihr auch mal so eine Ahnung habt, wie viel wir überhaupt genommen haben. Der Robin macht hier zwei Bananen rein. Ich habe hier die Erdnussbutter, ich würde einfach mal zwei Teelöffel, das sind ungefähr 30 Gramm, zwei Teelöffel, hier reinmachen. Da haben wir eine ganz gute Menge. Zwei Stücke rein. So, der Robin hat in dem Fall alle Bananen schon drin. Wir haben das Ganze auch schon mal durchgerechnet. Also Insgesamt sind wir genau bei 1000 Kalorien. Also für denjenigen, der echt sagt, ich habe Probleme beim Zunehmen, Muskeln aufbauen, ist das der perfekte Shake, um da wirklich relativ schnell sehr viele Kalorien zu sich zu nehmen. Perfekte Nährstoffe. Genau. So, und es geht ruckzuck. Und hier haben wir noch ein bisschen Whey. Das heißt, wir haben hier ca. 40 bis 50 Gramm Whey. Einfach nochmal, um das Eiweiß ein bisschen zu verstärken. Auch eine gute Sache übrigens, weil wir das Ganze auch mitnehmen können. Das heißt, es ist sehr leicht zu transportieren. Könnt ihr auch in einen anderen Behälter kippen, müsst ihr jetzt nicht unbedingt in dem Shaker dann mitnehmen. Und dann würde ich sagen, Robin, gebe ich dir jetzt mal rüber und du kannst das ganze Ding mal durchjagen. Dein Mixer, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich komme einfach rein. Okay. Guten Mix warten. So, das war's auch schon. Dann haben wir 1000 Kalorien. Ich würde sagen, David. Gute Konsistenz, vor allen Dingen kann man locker. Hast du Durst? Ich habe Durst, ja. Rein. Ich gönne dir den ersten Schluck. Okay. Lass dir schmecken. Ja, und jetzt wachsen auch dem David ein paar Muskeln, wenn er Glück hat mit dem Shake. Also ging relativ schnell das Ganze. Viel Spaß beim Nachmachen. Und damit sollte eigentlich keiner mehr Probleme haben, Gewicht drauf zu packen. Viel Spaß beim Nachmachen, würde ich sagen. Yes. Bis dann. Ciao, ciao.